Ist es mit euch auch schon passiert, ihr spielt mit eurer Lieblingsgame und auf einmal, was der Scheiß? Nun, das Problem ist, dass bei einigen Spielen, wenn ihr mehrere Monitore auf einmal habt, ihr die Möglichkeit habt, aus Versehen aus dem Fenster des Spielers rauszuklicken. Ihr guckt euch AVA Media Group und ich zeige euch jetzt, wie ihr das lösen könnt. Der erste Schritt ist beim Google den Cursor Lock einzugeben. Unter die Ergebnisse der allererste ist der Snake Bite. Klickt auf den Link und auf dem Webpage unten könnt ihr dieses Programm runterladen. Navigiert zu der Ordner, wo ihr dieses Programm runtergeladen habt und installiert es. Durch die Installation gehen wir jetzt nicht separat durch, weil es ist einfach ja, weiter, weiter, ja. Wenn der Programm installiert ist, dann dies ist das Fenster, die ihr erst treffen wird. In diesem Video werde ich euch einen komplizierteren Vorgang zeigen, und zwar wie man ein Spiel vom Steam mit Cursor Lock versehen kann. Um das zu machen, müssen wir in der ersten Zeile unsere Steam.exe-File auswählen. Der nächste Schritt ist, den Steam Library zu öffnen. Ihr navigiert zu dem Spiel, was ihr hacken wollt. Ihr erstellt einen Startlink auf der Desktop von diesem Spiel aus der Steam Library. Unter diesem Startlink findet ihr eine sechsstellige Nummercode, die ihr später brauchen werdet. In der Cursor Lock Programm in der zweiten Zeile gibt ihr -AppLaunch Leertaste und die sechsstellige Code aus der Start-Ikone. Als nächstes wählt ihr die Exe-Datei für das Spiel aus. Einige können noch Force-Lock-Funktion einschalten und manchmal ist es notwendig, unter Lock-Region den inneren Rahmen auszuwählen. Es macht Sinn, unter Hotkeys eine Tastenkombination zu erstellen, womit ihr diese Hack ein- und ausschalten könnt. Mit dem Knopf Create Shortcut. Ihr könnt einen neuen Startlink für euer Spiel erstellen, womit, wenn ihr das Spiel startet, so werdet ihr nicht mehr in der Lage, außerhalb der Rahmen des Spiels zu klicken. Natürlich jederzeit mit der eingestellten Hotkey könnt ihr diese Funktion ein- und ausschalten. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt auf den Like-Knopf. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns einen Comment, was wir in der Zukunft anders machen sollen. Bitte abonniert unseren Kanal und unbedingt teilt dieses Video mit euren Freunden, denen diese Information auch helfen könnte. Tschüss!